Was bedeutet die Wasserkühlung an Turboladern? Wofür ist sie da und wo ist der Unterschied zur früheren nur Ölkühlung? Die meisten Turbolader früher waren ölgekühlt. Mittlerweile sind die Turbolader wasser- und ölgekühlt. Warum? Weil wir Öl in erster Linie für die Schmierung verwenden des Lagers und Wasser für die Kühlung. Früher war es alles eins und das beruht so ein bisschen darauf, dass die Turbolader gleitgelagert gelagert waren. Gleitgelagert heißt ein schwimmendes Lager im Öl. Das heißt, durch dieses viele Öl, was ich da drinnen brauche, konnte ich auch gleichzeitig eine Kühlung erzeugen der ganzen Welle. Bei der Wasserkühlung ist es, also andersrum, beim Kugellager ist es so, dass ich weniger Öl brauche. Das heißt, ich möchte nur die Kugeln benetzen. Und durch dieses weniger Öl kann ich natürlich keine Kühlwirkung mehr erzeugen. Ich kann, aber es ist besser, wenn ich es mit Wasser unterstütze. Es gibt, ja, ich sag mal, verschiedene Herstellervorgaben. Man kann halt sagen, man möchte nur mit Ölkühlung fahren, auch beim Kugellager. Das ist so ein bisschen herstellerabhängig. Aber prinzipiell, einfach erklärt, wollen wir jetzt erstmal darauf eingehen, warum ist das der Turbolader wassergekühlt oder wie sieht das mit dieser Wasserkühlung aus? Und zwar kann man das hier relativ einfach sehen oder hier sehr gut sehen. Das hier ist der Wasseranschluss oben. Hier geht Wasser rein oder raus, da ist jetzt die Seite so ein bisschen egal. Hier ist der Ölzulauf, hier ist der Ölablauf. Dieser Ölbereich, der ist praktisch dann hier drin, wo das Lager drin sitzt. Man sieht hier, das ist das Kugellager. Das ist jetzt aufgeschnitten, das wäre ja dann geschlossen. Und in diesem Kugellager, für diese beiden, also für die Seiten, wo die Kugeln sind und diese ganze Welle, diesen Bereich, da drin ist das Öl. Das Öl schmiert dann nur noch die Kugeln. Und um dieses Kugel, also um diesen geschlossenen Bereich rum, weil wenn man das jetzt hier so verschließen würde, würde sich hier der Hohlraum bilden. Den sieht man durch diesen Schlitz sehr gut dargestellt. Und in diesem Hohlraum fließt dann das Wasser rum. Das heißt, ich habe so ein doppeltes Gehäuse. In dem inneren Gehäuse sitzt das Lager, das Kugellager. Und außen drumherum ist das Wasser und kühlt nochmal von außen dieses Kugellager. Der Vorteil in der ganzen Sache ist halt, ich sage mal, diese thermische Trennung der beiden Sachen. Das unterstützte Kühlen, das heißt, wenn das Öl zu heiß wird, hält das Wasser dagegen. Selbst wenn das Wasser jetzt mal ein bisschen zu heiß ist, hält wieder das Öl dagegen. Das heißt, es pendelt sich so ein bisschen aus. Und ich habe in dem Sinne eine doppelte Kühlwirkung und kann den Turbolader, der ja nun mal hier sehr, sehr heiß ist, logischerweise, hier kalt ist, aber hier sehr heiß ist, kann ich vor Überlastung von Hitze schützen. Wenn ihr weiterführende Fragen habt zu dem Thema, schreibt uns in die Kommentare. Und für die weiteren Videos zum Thema Turbolader einfach erklärt, schaut unten mal in die Beschreibung rein, da ist der Link zur kompletten Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen.